Flughafen Zürich. Karl Müller und Geschäftspartner Claudio Minder reisen mit viel Gepäck. In den Koffern drin vor allem Joya-Schuhe. Die beiden Ostschweizer sind aufgeregt, denn die Reise, die vor ihnen liegt, ist entscheidend für Erfolg oder Misserfolg ihres jungen Schuhunternehmens. Die Reise geht einmal rund um die Welt, nach Südkorea, Australien und Amerika. Wir machen viel Neues in dem Ganzen drin. Wir wissen also nicht, wie es rauskommt. Ja gut, jetzt auf Korea, wir gehen sozusagen jeden Monat auf Korea, das ist nichts Neues. Aber das Fotoshooting in Australien, wo wir eigentlich nicht wirklich daheim sind, das ist eine Herausforderung. Und dann Amerika, die Gespräche mit diesen grossen Firmen. Das sind Firmen, die hunderte von Läden haben. Und dann kommen die zwei kleinen Jungunternehmen aus der Schweiz. Das ist schon eine Herausforderung und auch neu für uns. Das ist eine gewisse Nervosität dahinter, ja. Erste Station, die südkoreanische Millionenstadt Busan. In der Wirtschaftsmetropole lässt das Duo seit einem Jahr seine Schuhe produzieren. Grund dafür sind nicht nur die günstigen Produktionskosten, sondern auch, dass Karl Müllers Mutter Koreanerin ist. Ich denke, finanziell kommen wir wegen dem nicht einen besseren Preis über, weil geschäftlich sind sie sehr hart. Aber es gibt uns natürlich das Vertrauen, dass wir wissen, wir arbeiten, wir müssen keine Angst haben, dass sie irgendwie eine Produktion zumachen oder wir haben eine gute Technologie, dass sie die irgendwie eigen vermarkten und am nächsten Größten weiterverkaufen. In der Fabrik besichtigen die beiden Schweizer die einzelnen Arbeitsschritte. Jetzt müssen Sie alles nochmal spritzen. Jetzt müssen Sie nochmal neu anspritzen, die Farbe nochmal drüber und das Zollen aus der Kante nicht, dass sie nicht die Farbe annimmt. Gute Nacht. Hey. Auf zwei Stockwerken werden hier die Joya-Schuhe aus Einzelteilen gefertigt. Zurzeit produziert die Fabrik monatlich 50.000 Paare. Mindestens alle zwei Monate besuchen die Schweizer die Produktionsfabrik zur Qualitätskontrolle. Sind Sie zufrieden mit dem Produkt? Sehr, ja. Hier und da hat es ein bisschen Leimflecken drauf. Aber sonst von der Sohlenhärte her und von der Verarbeitung her bin ich sehr zufrieden. Haben sich viel mehr verbessert als vor einem Jahr. Die Stimmung ist gut. Alle sind zu Späßen aufgelegt. Claudio, sie mag dich sehr. Sie hat dich vermisst. Will sie mich küssen? Kontrolle der neuesten Produktion. Diese Schuhe sollen in ein paar Tagen in die ganze Welt verschifft werden. Was schaut man jetzt da? Wir schauen erst mal auf die Verarbeitung des Schuhs. Den, ob es Leimflecken hat oder sonst unsaubere Nähte. Und natürlich, ob er irgendwie unendreckig ist, gebraucht ist und ob die Verpackung super gemacht ist. In der Halle befinden sich tausende Schuhe der neuesten Kollektion. Dann der Schock. Fast alle der kontrollierten Schuhe sind fehlerhaft. Das ist jetzt wahr von heute, die sie gemacht haben. Durch das, dass die Sohle sehr viel Kraft hat, zieht das Leder zusammen und dann gibt es Falten. Das ist gerade ein sehr extremer. Karl Müller beschwert sich beim Chef der Fabrik. Sagst du ihm so, weil die kann man nicht verkaufen. Also, ich will sie auch nicht günstiger. Und wenn es nicht geht, sie sagen ja, es geht nicht, dann müssen sie von Anfang an sagen, das Problem gibt Mühe. Das Ganze ein finanzielles Fiasko. Nicht nur für den Fabrikchef. Er ist ein Produzent, er muss sicher einen grossen Teil der Kosten übernehmen. Wir haben natürlich Folgekosten von Verkaufsausfällen. Aber wir wollen ja ihn auch nicht so grosse Kosten auftragen. Also Konkurs geht, dann haben wir gar keinen Produzent mehr. Darum müssen wir wahrscheinlich die Kosten splitten. Der Chef zieht ein langes Gesicht. Ich denke auch wegen dem Druck, es tut weh, wenn du laufst. Und vor allem, wenn du lang laufst. Also ich finde ihn herzig. Ich finde ihn auch herzig. Mhm. Als nächstes steht die Begutachtung der Prototypen auf dem Programm. Nach den Vorgaben von Karl Müller und Claudio Minder haben die Koreaner Einzelschuhe hergestellt, die schon bald in Produktion gehen sollen. Die Zeit drängt. Wir gehen in einem Monat in die Produktion und im Moment stehen nicht einmal die Modelle fest, die wir werden produzieren.
heisst, wir stehen ziemlich unter Druck. Wir stehen sehr unter Druck, weil die Muster, die wir bestellt haben, sind überhaupt nicht so gekommen. Und da gibt es sicher noch heisse Diskussionen, die wir jetzt werden haben. Dann müssen wir auch die ganze Aussensohle noch definieren. Weil für den Herbst müssen wir eine rutschfeste Aussensohle haben. Doch dann die nächste böse Überraschung. Der Designer der Schuhsohle, dem Herzstück des Joya-Schuhs, hat eigenmächtig das Design verändert. Erneut wird hitzig debattiert. Wir wollen die Sohle hier breiter haben, sonst hat der Schuh nicht mehr den Joya-typischen Abrolleffekt. Mit dieser Form entspricht der Schuh nicht mehr unserer Philosophie. Ja, aber mit dieser Form sieht der Schuh schlanker aus. Zudem ist es fast nicht möglich, die von euch gewünschte Form zu produzieren. Solche Situationen sind die beiden Schweizer gewohnt. Koreaner haben ein bisschen die Eigenschaft, dass sie oft noch selber mitdenken und sie denken, sie hätten noch eine Idee gebaut. Das will der Kunde vielleicht gar nicht. Und dann kommt es dazu, dass man sagt, nein, es kommt nicht in Frage. Sie haben 3 Tage gearbeitet, wir sagen nein. Und dann kommt es einfach ein bisschen zu schlechter Stimmung. Der Designer lässt sich nur mit Mühe beruhigen. Zum Schluss zeigt er sich aber versöhnlich. Er ist natürlich in den Raum gekommen, hat den Ausdruck der Planka von dieser Sohle, hat daran gearbeitet und hat gewusst, das ist jetzt eigentlich die Sohle, wir würden gerne die Unterschrift auf dem Papier haben, wieder rausgehen und das ist sein Auftrag. Und wo wir ihm gesagt haben, nein, da fangen wir jetzt einfach nochmal an, ist schon geschockt gewesen. Und dann hat er gesagt, ja, mit euch will ich nicht mehr zusammenarbeiten. Ich mache mir zu viel Aufwand. Hankerum ist er dann wieder zurückgekommen und hat gesagt, nein, er braucht den Auftrag trotzdem. Also das zeigt ein bisschen zuerst Emotionen und dann kommen wir zurück und arbeiten trotzdem wieder auf einer guten Basis miteinander. Erst nach Stunden stehen die neuen Modelle fest. Wegen der Fehlproduktion und der Verzögerung mit dem Sohlendesign gibt es jetzt aber mächtig Zeitdruck. Wir müssen Ihnen sagen, dass wirklich Priorität der Joya hat. Sie haben ja noch andere Produkte. Und wenn die anderen Kunden da sind, dann arbeiten es vor allem für die anderen Kunden. Und darum müssen wir sagen, Joya hat jetzt absolute Priorität. Das heisst, im Worst Case könnt ihr nicht ausliefern? Im Worst Case müssen wir Luftfracht machen, was natürlich den Frachtagent sehr freut, aber für uns eine sehr teure Sache ist. Der Chef der Fabrik verspricht, alle Hebel in Bewegung zu setzen, um die Produktionszeiten einzuhalten. Ich werde alles daran setzen, um die gewünschten Produktionszeiten einzuhalten. Auch wenn es mich eine Stange Geld kosten wird, Joya ist mein wichtigster Kunde. Trotz aller Schwierigkeiten sind die beiden Schweizer Unternehmer überzeugt, mit Korea den richtigen Produktionsstandort gewählt zu haben. Die sind sehr kompetent. Also wenn sie dann mal etwas richtig machen, dann ist es gut. Bis sie bei dem Punkt sind, müssen wir einfach hoffen und bangen und ein bisschen drücken, dass es passiert. Tags darauf. Die beiden Jungunternehmer sind unterwegs ins Hinterland von Busan. Hier besuchen sie die Fabrik ihres neuen Sohlenproduzenten. Mit dem vorherigen Sohlenproduzenten wollen Karl Müller und Claudio Minder nicht mehr zusammenarbeiten. Die Qualität nicht mehr erreichen. Der Ausschuss ist sehr gross geworden und er hat immer mehr Geld für die gleiche Qualität. Ist das auch etwas Typisches in Korea? Sie probieren es immer wieder. Sie probieren mit dem Preis aufzugehen und für die gleiche Leistung. Für den Chef der Fabrik ist Joya ein sehr wichtiger Auftraggeber. Kann er für Joya produzieren, verdoppelt sich sein Umsatz. An der Gummitestmaschine zeigt er, wie gut die Qualität seines Gummis ist. Man hat mit der alten Sohle etwa 14 erreicht. Ich habe bei 15, 16 Reissen und jetzt, dass er über 20 geht, bin ich völlig überrascht. In den Fabrikhallen werden die ersten paar tausend Sohlen gestanzt, gebacken und zugeschnitten. Karl Müller ist mit der Qualität zufrieden. Der erste Eindruck ist sehr gut. Ich bin froh, die Qualität stimmt. Er nimmt auch genug Gummi, dass wirklich die Sohle richtig lang hebt. Das sehen wir hier am Ausschuss. Der vorige Produzent hat immer geschaut, dass er knapp durchkommt. Und dann hat es halt am Rand sehr wenig Gummi gehabt. Nach der Besichtigung ist klar, der Sohlenproduzent wird neuer Geschäftspartner. Abends zurück in Busan. Ein Abendessen mit dem Team der Fertigungsfabrik steht auf dem Programm. Solche Anlässe gehören in Korea dazu. Ohne gibt es keine Geschäfte. Interessanterweise kommt dann teilweise
oft etwas vom Geschäft auf einmal hin und raus. Also Preisverhandlungen, die macht man da am Tisch und diskutiert. Wir könnten jetzt niemals in der Fabrik über Preise reden. Dort wäre es rein sachlich und da ist es eher emotional. Da kann man noch mal mit dem Chef anstoßen und kann sagen, hey komm, jetzt ziehen wir es durch und drücken noch da oder dort, drücken wir das Auge zu. Wobei umgekehrt machen sie das mit uns auch. Die werden jetzt anstoßen und sagen, komm, 4 Wochen Verspätung ist doch nicht so schlimm. Und wahrscheinlich in der guten Stimmung, wie man so ist, sagt man, ja, es gibt Schlimmeres im Leben. Und das ist nicht immer gut. Cheers! Doch solche Essen sind nicht ohne. Denn die Koreaner sind sehr trinkfreudig und vor allem auch trinkfest. In kurzer Zeit sind schon mehrere Flaschen Pflaumenschnaps leer. Die Stimmung steigt. Ich könnte jetzt nicht so viel trinken wie die Koreaner da. Man kann ihnen eigentlich nicht Nein sagen, wenn sie einen auffordern zum Trinken. Und darum gibt es also ein paar Methoden. Jetzt kommen gerade wieder 2 Flaschen dazu. Das ist unglaublich, was die für Mengen trinken. Ich habe die Methode, dass wir Tee eigentlich auffüllen und in so eine Flasche eintun. Und ich fülle dann jeweils von dieser Flasche in mein Glas, weil sonst könnte ich nicht mithalten. Also es würde mich total umhauen. Weil jetzt kommt schon die nächste Runde dran. Es ist nicht kontrollierbar auf eine Art. Zum krönenden Abschluss gehört in Korea auch dazu, dass man Karaoke singt. Jeder muss singen. Ob es kann oder besser lassen sollte. Okay, Melanie, ich rufe an wegen dem Angebot, das wir bekommen haben, wegen dieser Theke. Ja. Gut, da hat es immer noch ein paar Sachen, die nicht ganz klar sind. Etwas wegen der Farbe. 2 Stunden später. Nach einem langen Tag und dem Trinkgelage hauen sich die beiden nicht aufs Ohr. Wie jeden Abend stehen jetzt die Tagesgeschäfte mit Europa auf dem Programm. Wegen der Zeitverschiebung von 9 Stunden ist es in Korea Nacht, in der Schweiz gerade Mittag. Jedes Mal, wenn wir in Korea sind, dann schlafen wir viel, viel zu wenig. Und wir haben eigentlich wie 2 Arbeitstage, weil es genau 9 Stunden Unterschied sind. Und dementsprechend schaffen wir relativ viel, wenn wir da sind. Wie macht ihr das? Jetzt bin ich noch jung. Und ich brauche keinen Schönheitsschlaf mehr, darum bringe ich es irgendwie durch, aber es ist nicht angenehm. Also wenn ich es länger als 10 Tage muss durchziehen, dann gehe ich irgendwann mal ins Bett und das ist dann nicht optimal. Also ich mache es nur, weil ich es machen muss im Moment, aber ich glaube nicht, dass ich das lang wird machen. Der unermüdliche Aufwand lohnt sich. Vor einem Jahr haben Karl Müller und Claudio Minder ihre Firma gegründet. Und schon jetzt haben sie weltweit über 1200 Verkaufsstellen. 200 davon in Korea. Über diese Kanäle hat Joya im ersten Jahr 250.000 Schuhe verkauft. Besuch bei einem Händler in Seoul. Wie viele Joyas verkaufen Sie durchschnittlich im Monat? Ja, ungefähr 60 Paare. Oh, das ist nicht schlecht. Ja, und es werden jeden Monat mehr. Ah, gut. Der Joya verkauft sich sehr gut. Das hat nicht nur mit der Qualität der Schuhe zu tun, sondern auch damit, dass der Händler eine sehr gute Marge beim Verkauf erhält. Pro verkauftem Paar Joya verdient er 150 Franken. Wir müssen eine gute Marge unseren Händlern geben, weil es gibt so viele andere Brands, die teure Schuhe verkaufen und dort haben sie auch eine gute Marge. Und der Händler verkauft natürlich das auch gerne, wo er viel damit verdient. Es kommt also nicht nur auf Funktion drauf an, sondern auch die Motivation dahinter ist auch Geld zu verdienen. Das, dem müssen wir Rechnung tragen. Ein weiteres Erfolgsgeheimnis. Karl Müllers Vater ist der Erfinder des MBT-Gesundheitsschuhs. Dieser hat sich unter der Führung von Karl Müller Senior weltweit millionenfach verkauft. Dann verkaufte er die Firma mit großem Gewinn. Viele der Joya-Verkaufsstellen sind oder waren früher MBT-Verkaufsstellen. Wir profitieren auf der einen Seite indirekt von dem, dass der Karl Müller eigentlich sozusagen das Feld eröffnet hat. Und auf der anderen Seite hat der Karl Müller Senior so einen guten Job gemacht mit MBT, dass in vielen Köpfen, bei vielen Händlern MBT der Only and One ist. Und dann haben wir Schwierigkeiten, teilweise, weil sie sagen, nein, wir nehmen eigentlich nur den Brand, den es schon immer gegeben hat und wir nehmen nichts Neues auf, das funktioniert ja. Bei gewissen haben wir also Probleme, aber bei anderen haben wir offene Türen wegen dem. Oft werde ich halt auf das beschränkt, dass ich einfach der Sohn bin von meinem Vater. Und wenn ich Erfolg habe, heisst dann, das steht doch sicher der Vater dahinter. Ich muss mit dem leben, ich probiere es auch nicht gross ankämpfen. Es tut zwar weh ab und zu, obwohl man weiss selber, dass man sehr viel geleistet hat. Und es wird einem nicht anerkannt, aber Anerkennung ist doch nicht alles im Leben. Bye-bye.
24 Stunden später. Über dem Himmel der australischen Stadt Sydney findet ein Feuerwerk statt. In Australien ist Nationalfeiertag. Unter den Feiernden auch Karl Müller und Claudio Minder. Mit dabei ein Fotomodell, das sie für den nächsten Tag gebucht haben. Die junge Dame haben sie gleich zum Feiern eingeladen. Wir suchen schon den persönlichen Kontakt auch zu Menschen, auch mit Geschäftsleuten. Gehen wir relativ sehr gelassen um. Wir gehen auch oft am Nachmittag ein Bierli trinken für ein Meeting, weil dann kann man wirklich auch kreativ sein. Man baut eine persönliche Beziehung auf, dann ist auch Vertrauen da und es ist nicht so oberflächlich und sehr stier. Oh, a little bit more on this direction. Okay, stop, stop, stop. And now do the same with this one here. Yes. Früh am nächsten Morgen. Fotoshooting für die Sommerkollektion von Joya. Funny, be funny and geh an die gleiche Position zurück, wo du warst, und zeig ihr genau in diese, wie du es gemacht hast. Erklärung, ja genau. Der ehemalige Mr. Schweiz, Claudio Minder, weiß genau, was er will. Als Mister stand er selbst vor der Kamera. Jetzt bestimmt er, was die Models zu tun haben. Es macht auf eine Art mehr Freude, man kann etwas mitgestalten, weil schlussendlich ist es so, dass die Models eigentlich das machen, was wir ihnen sagen. Wir haben ja ein Bild vor uns, wir wissen also, für was wir es brauchen, und sie müssen das einfach machen, fertig. Ob es ihnen Spass macht oder nicht, sie müssen lachen. Have fun, come on, smile, smile, smile! Die beiden Jungunternehmer sind extra fürs Fotoshooting nach Australien gereist, wegen des sommerlichen Wetters. Die Fotos brauchen sie, um ihre Sommerkollektion zu bewerben. Doch das Wetter spielt nicht mit. Dicke Wolken ziehen auf. Es donnert und es sieht gar nicht gut aus. Es sieht ganz schwarz aus am Himmel oben. Und wenn es jetzt dann anfängt zu regnen, dann wird alles nass. Also dann können wir es vergessen. Dann können wir heute abbrechen. Und dann müssen wir die Leute wieder heimschicken. Beziehungsweise gerade die Kinder, die sind morgen nicht mehr rum. Dann hätten wir ein Problem. Dann hätten wir zu wenig Kinderbilder. Ist gut, kommen wir. Jetzt muss es einfach pressieren. Ivi! Are you ready? Yeah. Oh! Wow! Smile! Bei der nächsten Location kommt's, wie es kommen muss. Der Regen ist jetzt so stark, dass das Shooting abgebrochen werden muss. Für Claudio Minder eine herbe Enttäuschung. Man schafft darauf hin, man bereitet sich vor, man sucht Leute, man macht einen Tag fest, man fixiert etwas. Das Wetter hat man nicht immer im Griff und dann. Und dann passiert dann so etwas, das ist mühsam, wirklich. Weil ich weiss jetzt ehrlich gesagt nicht, was wir machen. Der Crew und den Models bleibt nur der Rückzug. Okay. Tags darauf ist das schlechte Wetter vom Vortag vergessen. Mit neuem Elan und vor der Kulisse des Opernhauses von Sydney geht das Fotoshooting weiter. Okay, look to your finger, because you are... Yeah. Chanel, it's funny. Come on! Doch die gute Laune ist nur von kurzer Dauer. Plötzlich taucht ein Parkranger auf und will eine Bewilligung fürs Fotoshooting sehen. Okay. Doch eine solche hat Claudio Minder nicht. Okay, I take a pencil and I come back. How much we have to pay? Der Ranger lässt Gnade walten. Eine Buße gibt es nicht, aber die Kosten für die Bewilligung müssen sein. Wir haben es natürlich darauf angeholt, wir haben keine gehabt. Es wäre zu kompliziert gewesen, das alles zu organisieren. Aber es war ganz ein freundlicher Typ. Innerhalb von 10 Minuten haben wir jetzt eine Fotobewilligung bekommen. Und dementsprechend, ja, ist alles wieder gut. Jetzt können wir weitermachen. Okay. Hast du die Fotos noch gemacht vorher? Ja, muss mal schauen, da bei diesem Ding. Das, das Shooting scheint gerettet. Doch auch an diesem Tag macht das Wetter einen Strich durch die Rechnung. Zum zweiten Mal muss das Fotoshooting abgebrochen werden. Ein herber Rückschlag. Kampagne ohne Bilder kann man nicht durchziehen. Das heisst, wir müssten notgedrungen nochmal das Ganze aufnehmen. Und das heisst, gerade wieder Kosten um die 15.000 Franken. Aber auch der zeitliche Aufwand, der ist massiv. Bis man alles wieder vorbereitet hat, den kann man wahrscheinlich nicht zahlen, weil wir haben einfach keine Zeit. Im Hotelzimmer sichten Karl Müller und Claudio Minder zusammen mit dem Fotografen die Fotos, die sie machen konnten. Und Photoshop sei Dank, vom schlechten Wetter ist auf den Bildern nichts zu sehen. Die Bilder sind sogar besser als erwartet. Wir haben etwa 20 Bilder insgesamt an diesen zwei Tagen geshootet. Was nicht so optimal ist, ist, dass wir fast keine Kinder haben. Und wir haben immerhin eine grosse Kinderkollektion. Da müssen wir uns nicht überlegen, da müssen wir wahrscheinlich noch etwas nachfotografieren. Aber nicht ein totaler Reinfall? Nein, es ist nicht ganz ein Reinfall. Es ist, zwei Drittel von dem, was wir wollen, ist sozusagen mehr oder weniger rausgekommen. Ja.
Nächste Station, Las Vegas. In der Stadt des Glücksspiels werden Karl Müller und Claudio Minder verschiedene amerikanische Schuhgroßverteiler treffen. Was die amerikanische Markt anbelangt, sind die drei Tage, die jetzt kommen, die bevorstehen, sind die wichtigsten. Weil da entscheidet sich, ob wir Erfolg haben in Zukunft oder ob wir mit zusammenpacken und gar nicht in den Markt einbringen. Was ist denn der amerikanische Markt in Zahlen? Was ist da möglich? Ich glaube, wenn man so andere Brands anschaut, die in diesem Bereich tätig sind, wie wir, schätze ich jetzt einmal, dass wir rund 1 Million Paar Schuhe im Jahr verkaufen in den USA und Kanada zusammengenommen. Es geht um viel Geld. Immerhin kostet ein Paar Joya-Schuhe an die 300 Franken. Doch im Land der unbegrenzten Möglichkeiten schläft die Konkurrenz nicht. Das zeigt sich an der WSA, der weltgrößten Schuhmesse, die gerade in Las Vegas stattfindet. Die Jungunternehmer besuchen zuerst den Stand von Rin, ihrem direkten Konkurrenten in Amerika. Stellt ihr eure Schuhe auch hier aus? Nein, wir wollen nur ein wenig die Trends unserer Konkurrenz beobachten. Die Rin-Schuhe sehen den Joyas verdächtig ähnlich. Doch die beiden nehmen es gelassen. Wir schauen an mich und sind freundlich zu den Leuten. Und meistens ist es auch so, dass wir dann gerade das Neueste vom Neuesten probieren. Der Karl probiert jetzt nämlich gerade auch irgendein neues Konzept, das sie da entwickelt haben. Dann wissen wir ja gerade, ob das jetzt etwas könnte sein, was uns gefährden könnte oder was wirklich wichtig wäre. Im Moment sind alle noch auf dem Trip, dass man einen Abrollschuh machen muss, also einen, der komplett rund ist, aber hart. Und wir sind schon sozusagen in der anderen Generation, wir wollen eigentlich einen weichen Schuh. Und das ist der maßgebende Unterschied. Und solange es niemand mit einem weichen Schuh kommt, sind wir eigentlich das Nummer eins, weil wir gar keine anderen auf dem Markt haben, die uns könnten, irgendwie den Markt wegnehmen. Der Chef von Rin America hat kein Problem, dass Joya in den amerikanischen Markt will. Es gibt Platz für 10, 12, 14 verschiedene Marken. Und ich glaube, das ist nur gut, wenn Joya auf den amerikanischen Markt kommt. Und alle Marken werden sich dann gut verbessern und den Kunden besser dienen. Doch wichtiger als die Trends der Konkurrenz zu studieren, sind die Meetings mit potenziellen Kunden. Die meisten finden hinter verschlossenen Türen statt. Filmen nicht gestattet. Diese beiden Schuhhändlerinnen haben aber nichts dagegen. Sie sind extra für das Meeting aus Kanada angereist. Die Kanadierinnen sind sehr interessiert an einem Deal mit Joya. Wir stehen kurz davor, einen Vertrag auszuarbeiten. Wir wären wirklich sehr stolz, wenn wir die kanadischen Vertreiber von Joya werden könnten. Vom Schuh sind wir mehr als überzeugt. Bis zu 60.000 Paar Schuhe wollen die Kanadierinnen pro Jahr absetzen. Für Karl Müller dennoch ein eher kleiner Fisch. Kanada ist für uns nicht so ein grosser Markt, weil einfach das Land sehr gross ist, aber die, die noch relativ verteilt leben. Aber trotzdem möchten wir auch, weil wir merken, dass diese Kunden sind wirklich sehr mit Herzblut dabei, möchten wir mit ihnen zusammen etwas aufbauen und für uns wirklich einen Testmarkt sehen. Die Stadt der Sünde hat den beiden Jungunternehmern Glück gebracht. Ein amerikanischer Großverteiler hat angebissen. Er will jährlich bis zu 1 Million Joyas in Amerika vertreiben. Als krönenden Abschluss ihrer Zeit in Las Vegas leisten sie sich deshalb einen Helikopterrundflug. So we're gonna head out of town, we're gonna head out across the Mojave Desert. Von Las Vegas geht's durch die Mojave-Wüste. Direkt in den Grand Canyon. Grand Canyon right there. Geil. Die Kotztüte bitte. Hey, das ist schon so geil, das hier. Wow. Wir hatten eine gute Zeit, wir hatten eine sehr erfolgreiche Zeit und dementsprechend haben wir gesagt, zum Abschluss noch so als Höhepunkt auch noch etwas, wo man einfach geniessen und zurücklehnen und ein bisschen die Natur noch sehen, wo wir sonst nicht gesehen haben. Das haben wir uns gegönnt. You are the pilot. Cheers. Chicken, chicken. Nein. Im Grand Canyon angekommen, gibt's Champagner. Die beiden Schweizer haben auf ihrer Reise viel erreicht. Die Pläne für die Zukunft sind ehrgeizig. Im Moment beliefern wir 14 Länder. Wenn wir da auf 20 könnten aufstocken und 4/5 von grossen Ländern sind, die regelmässige Bestellungen könnten für uns einbringen, wäre das sicher mal ein grosser Schritt zum Abheben.
Letztes Jahr haben wir rund 250'000 Paar Schuhe verkauft. Dieses Jahr möchten wir mindestens verdoppeln. Und in 5 Jahren, wenn wir es auf 3-4 Millionen herbringen, dann ist das natürlich eine schöne Zahl.